Ich zeige euch heute ein paar nützliche Tipps, Tricks und Hinweise, wenn ihr den Ölservice und den Service allgemein an eurem Fahrzeug selber durchführen möchtet. Hier als Beispiel haben wir heute einen VW Golf 7. Diese Anleitung lässt sich allerdings auch auf alle anderen Fahrzeuge übertragen, denn der Service ist in der Regel immer gleich. Zu tauschen ist beim Service in der Regel das Öl, dann natürlich dazu der passende Ölfilter, die Ölablassschraube samt Dichtring, der Luftfilter und auch der Innenraumfilter ist in der Regel mindestens einmal im Jahr zu tauschen. Ich hoffe, diese Anleitung und Hilfestellung können euch ein wenig weiterhelfen und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Video. Ja, wie ihr es gerade schon gesehen habt, gibt es ja so ein paar typische Teile, die man austauscht. Also Öl, Luftfilter, Innenraumfilter, ja, Ölfilter natürlich ganz wichtig. Und wie ihr den Luftfilter austauschen könnt, in diesem Fall bei diesem Golf 7, das zeige ich euch jetzt hier einmal, das könnt ihr oben sehen, wenn ihr hier einmal reinklickt. Und wie wir den Innenraumfilter wechseln, das könnt ihr auch sehen. Kann ich euch auch nochmal einblenden, oben rechts, und verlinke ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Ölwechsel bei diesem hier ist eigentlich relativ einfach, der muss allerdings eigentlich auf die Bühne, aber man kann das auch quasi über einen Wagenheber machen, man muss unten nur einmal die Abdeckung wegmachen, also den Unterfahrschutz, weil der Ölfilter, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie erkennen könnt, der sitzt genau hier ganz unten am Motor, so ein silbernes Teil, und ist so montiert, so dran montiert. Und den kann man dann auch nur mit so einem Ölfilterschlüssel einmal abmachen. Nichtsdestotrotz gibt es für die Servicewartung, die ihr selber noch vornehmen könnt, natürlich ein paar Sachen hier im Motorraum zu tun. Das heißt zum einen natürlich das Kühlmittel, das muss kontrolliert werden. Am besten ist natürlich, wenn ihr einen Glykomaten habt, um das Ganze wirklich zu messen, wie viel die Temperatur hier beträgt. Also ob ihr noch im Minusbereich seid von minus 20, minus 30 Grad. Minus 25, minus 26 Grad ist eigentlich normal. Wenn ihr diesen Behälter öffnet, um dort zu prüfen, dann stellt sicher, dass der Motor und auch der Behälter kalt ist, weil hier Druck drauf sitzt, wenn ihr damit fahrt. Und wenn ihr das zu schnell öffnet, dann kann das sein, dass da heißes Kühlmittel rausspritzt und damit würdet ihr euch verbrennen. Und ansonsten ganz langsam öffnen und dann kommt nämlich irgendwann so ein leichtes Zischgeräusch. Da hört man es. Das war nur ganz, ganz leise hier jetzt in diesem Fall, weil der Motor jetzt nicht lange lief. Und dann könnt ihr ohne Gefahr, wenn das Zischen vorbei ist, den Deckel aufmachen, trotzdem irgendwie nicht reinfassen oder so, weil dort das Kühlmittel noch heiß ist. Das werden wir also gleich noch mal ausmessen. Da fangen wir jetzt einmal mit an. So, hier habe ich zum Beispiel so einen Glykomaten. Ich verlinke euch sonst auch alles, was ihr so brauchen könntet, in die Videobeschreibung. So, und dann führt ihr das Ganze einmal rein und nimmt es auf, schließt den Zugang hier und jetzt sehen wir hier auf dieser Anzeige, ich denke mal, ihr könnt das lesen, da haben wir noch minus, ja, 33, minus 34 Grad. Das ist also absolut ausreichend, da kann man nochmal mit in die Arktis fahren. So, und dann das restliche Kühlmittel hier wieder rein, zurück. Aufpassen, dass ihr das nicht irgendwo hintropft oder dass es runterläuft. So, dann müsst ihr natürlich auch gucken, nicht nur ob das Ganze kühl genug ist, beziehungsweise genug Frostschutz drauf ist, sondern auch, und das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, ob der Füllstand richtig ist. So, und hier sehen wir, das ist ja diese rosane Füllung, es steht jetzt hier über Minimum, Maximum, der ist ein bisschen über Maximum, der ist hier quasi in der Mitte, das ist aber okay, das ist also im guten Bereich. Meistens hängt auch noch hier so ein Schmierzettel mit dabei, wo dann irgendwie draufsteht, wann mal was gemacht worden ist an Kühlmittel. Das wurde jetzt hier leider nicht mit aufgeführt. Hier ist jetzt, steht jetzt nur das Öl drauf. Aber das haben wir jetzt hier mitgemacht. Also das könnt ihr ganz einfach selber prüfen. Da einfach auf die Regelmäßigkeit achten. Wichtig ist immer, wenn ihr zu wenig Kühlmittel habt, ist das nicht gut. Also wenn ihr irgendwo beim Minimum seid, in der Regel bekommt ihr dann auch eine Anzeige im Kombi-Instrument, weil da sitzen so Fühler drin. Und das ist jetzt nicht nur bei diesem Auto so, sondern bei vielen anderen Autos auch, dass da so ein Sensor drin sitzt, der halt misst, wenn ihr unter Minimum kommt. So, und wenn ihr zu wenig habt, dann kann das sein, dass ihr entweder irgendwo Kühlmittelverlust habt oder es halt über die Zeit hinweg einfach mal ein bisschen was verloren gegangen. Das kann auch mal sein.
Aber wenn ihr in einem kurzen Zeitraum oder innerhalb von einem Jahr oder so viel Flüssigkeit verliert, dann ist es irgendwo undicht. Und wenn ihr sehr schnell sehr viel verliert, dann ist auch irgendwo was undicht. Meistens der Kühler. Ja, da tritt dann irgendwo was aus. Ne? Oder Marderbiss auch ganz oft. Dann kommt das halt irgendwo aus den Schläuchen raus. Ihr könnt das zur Not immer noch mit Wasser auffüllen. Bestens natürlich destilliertes Wasser, weil da wenig Kalkanteil drin ist. So gut wie gar kein Kalkanteil. Und dementsprechend ist es besser. Natürlich ansonsten immer nach Herstellerangaben den Frostschutz auffüllen. Das ist immer unterschiedlich, da könnt ihr nicht irgendwas drauf. Und ihr könnt auch nicht unbedingt alle Kühlmittel miteinander mischen. Ja, das heißt, also wenn ihr da bestimmtes, wenn es ein neueres Fahrzeug ist, dann könnt ihr nicht ein altes rotes mit draufkippen. Es gibt noch RS, RS Plus und sowas alles und G12, G12 Plus, glaube ich, G13, G13 Plus und so weiter und so fort. Da sind bestimmte Sachen miteinander mischbar, aber nicht alles. Also da auf jeden Fall vor, sonst eben eine Fachwerkstatt fragen, falls ihr da nicht sicher seid, bevor ihr da was Falsches reinmacht. Es kommt halt auch auf die Kühler drauf an. Ne? Bestimmte Kühler können bestimmte Frostschutzmittel nicht ab. So, dann natürlich Ölstand vorher am Eimer kontrollieren, bevor ihr Ölwechsel macht. Dazu sollte der Motor aus sein und schon ein paar Minuten stehen. Wenn dann das Öl befindet sich ja erstmal im Ölkreislauf komplett und sackt dann erst nach einer ganzen Weile ein bisschen runter, sammelt sich unten wieder in der Auffangwanne vom Öl und dann könnt ihr einmal testen, wie viel Öl ihr da drauf habt. Und das Auto sollte natürlich auch möglichst gerade stehen, nicht irgendwie so an einem Abhang oder schräg oder sowas. Da müsst ihr eben einmal drauf achten. Und dann zieht ihr es einmal raus und macht das erst im Eimer sauber. Und dann macht ihr das nochmal neu rein. Schaut euch dann den Flüssigkeitsstand an. Und hier ist er wirklich auf optimal. Das heißt, ihr habt meistens immer eine Anzeige. Mal ist das was Geriffeltes, mal ist das mit Minimum und Maximum markiert. Ja, und dann könnt ihr das auf jeden Fall hier sehen. Und wenn ihr unter Minimum seid, müsst ihr auf jeden Fall gucken, kann das auch Ölverlust am Auto sein, wenn es ein älteres Fahrzeug ist. Weniger Öl ist immer noch besser als zu viel Öl. Wenn ihr zu viel Öl reinmacht, dann können die Kolben auch einen Schlag bekommen und das kann zu einem Motorschaden führen. Und wenn ihr jetzt viel zu wenig, also zu wenig Öl drauf habt, dann kann das zu einem Kolbenfresser führen und dementsprechend auch zu einem Motorschaden. Also das sollte immer so ein bisschen in der Waage sein. Deswegen ruhig alle paar Monate mal und wenn es zweimal im Jahr ist, einmal den Flüssigkeitsstand hier, Ölstand kontrollieren. Und wenn es wirklich zu wenig ist, haben auch viele in der Ölwanne unten auch nochmal einen Sensor, der dann auch nochmal anzeigt, wenn ihr zu wenig Öl habt, dann kommt diese Öllampe, diese Ölkanne und die zeigt, signalisiert euch dann, dass zu wenig Öl drauf ist. Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall nochmal kontrollieren die Bremsflüssigkeit. Das ist dieser Behälter, der ist immer mit so einem Deckel drauf, mit so gelben Warnzeichen. Das ist auch das Warnzeichen, was dann im Kombi-Instrument auftaucht. Ja, da steht auch meistens noch drauf, DOT4. Ne, das ist die Sorte, die draufkommt. Das ist eigentlich fast immer gleich. DOT4 ist eigentlich relativ gängig. Und ja, hier sollte auch der Füllstand zwischen Minimum und Maximum sein, das ist ganz wichtig. Und hier ist es einfach wichtig, einmal natürlich den Füllstand zu kontrollieren, aber noch mehr ist es wichtiger zu schauen, wie viel Wasseranteil da drin ist. Denn normalerweise sollte man maximal alle 3 Jahre die Bremsflüssigkeit tauschen. Das könnt ihr auch machen, da gibt es auch ein Gerät für. Kann ich euch hier nochmal kurz einblenden, das könnt ihr auch selber kaufen, das ist ganz einfach zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, erstmal kontrollieren, ob da zu viel Wasser drin ist, weil wenn zu viel Wasser drin ist in der Bremsflüssigkeit, dann bilden sich Luftbläschen und diese Luftbläschen führen dazu, dass ihr im Bremsvorgang in den Leitungen auf Luft tritt. Das heißt, also ihr habt dann keine Bremsflüssigkeit mehr, sondern dann kommt dieses Luftbläschen und ihr tritt drauf und dann kommt der Druck und dann kommt diese Blase und in diese Blase ist ja Luft. Und diese Luft kann keinen Druck aufbauen. Das heißt, ihr habt Druckverlust und das bedeutet, wenn ihr das Pedal durchdrückt, dass ihr dann nicht mehr bremsen könnt. Das heißt, ihr bremst und tretet ins Leere. Das ist ganz gefährlich. Deswegen da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auch immer genug Bremsflüssigkeit drauf hat und wenig Wasser. So, um das Ganze zu testen, gibt es hier so ein Messgerät extra für Bremsflüssigkeit.
So, der wird eingeschaltet und er zeigt euch dann hier an 0%, 1%, 2%, 3%, 4%. Und den haltet ihr hier einfach rein. Und hier passiert gar nichts. Ja. Und das ist hundertprozentig in Ordnung. Das bedeutet, in diesem Fall muss nichts gemacht werden. Es muss noch kein Bremsflüssigkeitswechsel vollzogen werden. Also es gibt, ich kann euch das gleich mal zeigen, was passiert, wenn das mit Wasser in Kontakt kommt. Also dieses Gerät jetzt. So, das machen wir eben vorsichtig wieder zu. Aufpassen, dass da nichts reinfällt an irgendwelchen Schmutzpartikeln. So, hier seht ihr jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt Wasser einfach drin. Und wenn ich das jetzt so ins Wasser halte, dann zack, reagiert das sofort. Ja, es schlägt sofort aus, natürlich im Maximum, weil das ist ja nur H2O hier. Wenn ihr unter 1 bis 2% noch drin, also wenn ihr das anzeigt, bis 2% Wasser drin habt, dann ist das noch okay. Ihr solltet das allerdings trotzdem wechseln. Und wenn das mehr als 3% sind, 3 bis 4% und mehr, dann auf jeden Fall dringendst einen Wechsel vollziehen und neue Bremsflüssigkeit reinmachen. Ja, nachdem wir die Bremsflüssigkeit überprüft haben, ist es auch wichtig, die Batterie nochmal zu überprüfen. Die ist jetzt hier so einmal eingepackt. Haltet am besten Abstand von diesen Aluminium-Dingern. Es gibt ja auch diese Aluminium-Teile, die ihr noch so rumpacken könnt, die aussehen wie so thermosmäßig. Die stauen auch die Hitze. Also das ist nicht nur so, dass die vor Frost schützen sollen, sondern die stauen auch die Hitze und das ist natürlich auch nicht so gut. Hier gibt es verschiedene Batterievarianten. Diese hier hat jetzt zum Beispiel auch noch so eine Anzeige hier noch mit drinne. Ja, also wenn die Batterie schon relativ neu ist und diese hier ist neu, die ist ungefähr von ja, 2017 oder sowas, dann geht das natürlich. Hier ist noch ein bisschen Elektronik mit dran. Ja, das ist hier an dem Massepunkt. Das ist natürlich erkennbar an dem Minus hier und klar, weil es hier alles dunkel und braun ist. Und hier haben wir den Pluspol und hier ist immer so eine Abdeckung drauf. Und das ist auch wichtig, dass diese Abdeckung drauf ist, weil das Teil hier nicht mit Masse in Berührung kommen darf. Das heißt, wenn das fehlt und ihr habt zum Beispiel hier auch nicht so eine Matte drunter und es kann sein, dass es hier vielleicht irgendwo aus irgendwelchen Gründen mit der Haube hier in Kontakt kommt, was ja auch Masse ist irgendwo, obwohl es auch lackiert ist, aber ist ja egal. Dann kann es hier zu einem Kurzschluss geben und dann ist hier richtig Rambazamba in der Bude. Und deswegen müsst ihr da aufpassen, dass ihr hier immer auf diesem Pluspol, das ist übrigens auch eigentlich TÜV-relevant, diese Abdeckung hier drauf habt. Das ist ganz wichtig. Und schaut euch einfach die Pole nochmal an, wie die bei euch sind, ne? Ob die okay sind, ob die vielleicht ein bisschen, ob ihr die vielleicht mal abmachen müsst und ein bisschen mit Schleifpapier abschleifen müsst. Manchmal sind die auch so ein bisschen oxidiert. Ja, dass das wieder vernünftig funktioniert und auch leiten kann alles. Weil die häufigsten Elektroprobleme sind eigentlich eher so Masseprobleme. Und das kann man dadurch dann halt ganz einfach umgehen. Ja. So, ja. Also die Batterie sieht gut aus. Ne? Da könnt ihr auch gucken, wenn ihr Probleme da im Winter mit habt, dass die nicht so gut anspringen, könnt ihr die versuchen, einmal vernünftig zu laden. Und wenn das nichts bringt, muss denn eine neue her, wenn die einfach zu alt ist. Dann gibt es hier noch Wischwasser. Ist auch gar nicht so zu vernachlässigen, denn wenn ihr ein bisschen schlechtere Sicht habt, wollt ihr natürlich klare Sicht haben. Dafür sorgt dann das Wischwasser. Und das sollte wirklich Gutes sein. Da müsst ihr auch tatsächlich ein bisschen auf Qualität achten, weil sich das wirklich unterscheidet. Man denkt so, okay, Wischwasser ist Wischwasser, aber es ist leider nicht so, denn es gibt da tatsächlich auch Qualitätsunterschiede. Und ihr müsst auch gucken, was ihr drin habt. Wenn jetzt hier zum Beispiel noch Frostschutz drin ist vom Winter und wir haben jetzt schon 27 Grad draußen, dann muss das raus, weil im Sommer habt ihr ja weniger mit Frost zu tun als mehr mit so Mücken, Sekreten. Und in den Sommermitteln, ne, diese für Frühjahr gedacht sind, da sind ja Reiniger drinne und Lösemittel für Insektenreste. Und das braucht ihr für das Frühjahr, damit ihr die Insekten auch loswerdet. Da bringt euch nichts, wenn ihr da irgendwie Frostschutz drin habt. Also das sonst irgendwie relativ zügig aufbrauchen und austauschen und dann zum Winter hin natürlich umgekehrt. Ja, und dann halt auch immer darauf achten, dass ihr da genügend drauf habt. Gerade wenn das solche Sachen sind wie LED-Scheinwerfer oder auch Xenon-Scheinwerfer, ist es ja so, dass wenn die diese aktiv sind, also wie hier, dann kommen auch, wenn ihr noch einen bestimmten Intervall macht oder ihr habt sowieso das Abblendlicht an, werden diese hiermit automatisch aktiviert. Das heißt, die fahren raus, die spritzen die Scheinwerfer vorne ab und fahren dann wieder rein. Das heißt, ihr verbraucht ja in dem Moment noch mehr von diesem
Frostschutz bzw. von dem Wischwasser als normal, wenn ihr kein Licht anhabt. Deswegen müsst ihr da immer mal gucken. Aber auch da gibt es in der Regel immer eine Anzeige für. Sitzt dann irgendwo am Behälter auch nochmal drinne. So ein Stäbchen, der dann nochmal misst, wenn ihr so unter Minimum kommt. Ja, das erstmal hier aus dem Motorraum, das, was ihr jetzt selber so gucken könnt. Das sieht natürlich bei jedem Auto anders aus. Das ist jetzt nur als Beispiel. Alles so ein bisschen anders geordnet, sag ich mal. Aber im Großen und Ganzen ist es immer gleich. Der Motor ist immer gleich aufgebaut. Das ist jetzt übrigens ja hier auch ein Benziner. Beim Diesel unterscheidet es sich jetzt nicht wirklich. Ihr habt auch beim Diesel Kühlmittelbehälter, den habt ihr immer irgendwo am Auto. Ihr habt einen Bremsflüssigkeitsbehälter, natürlich irgendwo die Batterie. Die kann aber auch mal bei manchen Fahrzeugen nicht vorne im Motorraum sein, sondern hinten im Kofferraum. Entweder unten drinne, da wo das Reserverad normalerweise ist, oder halt an den Seiten irgendwo eingebaut. Bei Mercedes oder BMW ganz oft mal. Das müsst ihr dann eben einmal schauen. Aber ich glaube auch Audi hat das zum Teil mal, VW bestimmt auch. So, bevor ich das vergesse, natürlich gehören auch Riemen mit zum Service dazu, aber das kommt darauf an, ist das ein kleiner Service, großer Service. Das, was ihr soweit sehen könnt, ja, die Riemen, die könnt ihr euch natürlich anschauen, klar. So eine leichte Sichtprüfung machen, ist da schon irgendwas rissig, muss da irgendwas neu? Manchmal sieht man das auch erst, wenn man das Ding auf der Bühne hat, ne, sind die noch elastisch genug? Ne, oder seht ihr da schon irgendwelche, dass irgendwelche Stückchen fehlen? Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Das Ding muss natürlich gut sein. Und wechselt die Dinger, selbst wenn die noch gut aussehen. Irgendwann können die halt zu alt werden. Also mit dem Zahnrad ist das so, dass ihr normalerweise ein Intervall abwarten könnt von 90.000 bis 120.000 Kilometer. Oder spätestens alle 10 Jahre. Schaut lieber maximal alle 7 Jahre, dass ihr den erneuert, weil es nämlich sein kann, dass irgendwann die Weichmacher aus diesem Gummi rausgehen und dieser hart wird und porös wird. Das heißt, ihr habt vielleicht erst 50.000 Kilometer damit gefahren oder seid 50.000 Kilometer damit gefahren, aber er ist vielleicht schon 10 Jahre drinne. So, dann würde ich ihn auf jeden Fall tauschen, weil er einfach nur alt geworden ist. Dadurch porös werden kann, eventuell reißt und was natürlich dann zu einem Motorschaden führt. Beim Diesel in der Regel sofort. Beim Benziner könnte man auch Glück haben, dass man da was retten kann, aber abgerissener Zahnriemen bleibt ein abgerissener Zahnriemen. Das ist wirklich eine 50-50 Chance. Also geht das Risiko nicht ein. Das Material kostet echt nicht viel. Es ist halt immer meistens der Aufwand. Das ist, wenn ihr das nicht gerade selber machen könnt, dann ja, führt der Gang zur Werkstatt meistens und das ist dann meistens nicht so günstig. Zahnriemen liegt so bei Kleinwagen, 400 bis 600 Euro, kann aber auch bis über 1000 Euro kosten. Filter, wie gesagt, tauschen sollte man auf jeden Fall, ja, einmal im Jahr würde ich das machen. Innenraumfilter ist ja, wie der Name schon sagt, eigentlich im Innenraum auch, also der ist ja auch für den Innenraum gedacht. Ist in diesem Fall ja unterm Handschuhfach. Es gibt auch Fahrzeuge, da ist das hier drin. Das heißt, ihr müsstet hier das Teil abmachen und dann kommt ihr von hier aus an den Pollenfilter, der dann drin sitzt. Das sind jetzt erstmal so die Sachen, wo ihr darauf achten müsst, was ihr selber kontrollieren könnt, motortechnisch. Thema Räder und Bremsen. Das ist auch eine Sache, was ihr kontrollieren könnt. Fahren sich die Räder oder die Reifen unterschiedlich ab? Sind die auf einer Seite abgefahren und auf der anderen Seite nicht? Das kann darauf hindeuten, dass ihr vielleicht irgendwo die Spur verstellt habt und die Spur eingestellt werden müsste. Dann guckt euch die Reifen allgemein an. Sind sie irgendwo, ist da irgendwas reingefahren? Sind da Risse drin? Wie ist überhaupt die Mindestprofiltiefe? Diese hier zum Beispiel, die würde ich jetzt noch so eine Saison fahren, dann würde ich die neu machen, weil hier habt ihr überall an diesen Reifen auch schon diese Markierung für 1,6 mm und der ist schon dicht dran. Also der hat jetzt so vielleicht noch 2,5 mm ungefähr. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Und ich empfehle auf jeden Fall mindestens 4 mm, damit ihr vernünftigen Grip habt. Auch bei Sommerrädern. Auch wenn der Gesetzgeber sagt, 1,6 reicht, ist es auf jeden Fall ein Unterschied, ob ihr 4, 6 mm habt oder nur 1,6. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten. Und natürlich, dass ihr die richtige Bereifung drauf habt. Das heißt auch, dass hier nichts irgendwie rausflattert, dass sie nicht zu alt sind. Diese sind, glaube ich, von 2016. Entschuldigung. Da haben wir eine DOT. Da steht jetzt hier in diesem Fall 1916. Das bedeutet, die 19. Woche aus dem Jahre 2016 sind diese Reifen produziert worden. Dann ist natürlich auch noch wichtig, der richtige Luftdruck. Kontrolliert den Luftdruck. Dieser steht in der Regel immer im
entweder im Bordbuch oder in der Türpfalz oder im Tankdeckel. Hier haben wir das hier in der Türpfalz zum Beispiel. Das steht es hier einmal drinne. Da steht es einmal in Bar und PSI. Ja, dann könnt ihr mal gucken, welche Bereifung ist das und halt auch, was nehme ich mit. Ja, sind es zwei Leute und ein bisschen Gepäck? Das wäre in diesem Fall der Fall. Oder sind es vier, fünf Leute und mehr Gepäck? Da müssen wir natürlich den Druck etwas erhöhen. Und das ist einmal für vorne und einmal für hinten. Und hier ist auch nochmal der Hinweis, dass in diesem Fall das RDKS verbaut ist. Reifendruckkontrollsystem. Das bedeutet, wenn ihr Druckverlust hättet bei diesem Fahrzeug und ihr habt zu wenig Luftdruck irgendwo drauf, verliert Luft, dann würde das Fahrzeug euch das anzeigen. Aber das ist nicht bei jedem Fahrzeug so. Also bei älteren Fahrzeugen, die es nicht besitzen, da müsst ihr natürlich selber darauf achten, dass ihr immer genug Luftdruck drauf habt. Und wenn ihr den Luftdruck hier verändert, also jetzt die Luft kontrolliert und neu drauf macht, dann solltet ihr auf jeden Fall im Nachhinein hier das RDKS im Bordcomputer einstellen, damit der Computer weiß, okay, es ist neuer eingestellter Wert. Und sonst würde es nämlich wieder eine Warnmeldung geben. Thema Bremsen. Auch die könnt ihr kontrollieren. Wechseln nur, wenn ihr euch wirklich sicher seid, was ihr tut. Ansonsten überlasst das bitte immer einer Fachwerkstatt, weil das geht hier auf jeden Fall um Sicherheit. Aber ihr könnt zumindest mal eine Sichtprüfung machen. Wie macht ihr eine Sichtprüfung? Es ist natürlich unvorteilhaft, wenn ihr hier Stahlfelgen drauf habt, weil da könnt ihr fast nichts sehen. Vorteilhaft ist es natürlich so wie hier, wenn ihr solche Großzügenfelgen habt, wo ihr auch was zwischendurch sehen könnt. So, und dann seht ihr ja hier schon den äußeren Bremsbelag. Ja? Und hier habt ihr auch die Scheibe. So, und wenn ihr bei der Scheibe fühlt, dann solltet ihr oben an der Kante, sollte das eigentlich alles plan sein. Aber wenn das anfängt, dass ihr da so eine Riefe habt, also so einen Unterschied, quasi, dass sie abgenutzt ist und hier so eine Kante entsteht, eine fühlbare, dann ist die Scheibe schon ein bisschen abgenutzt. Und auch hier könnt ihr sehen, dass dieser Belag, jetzt versuche ich das mal ein bisschen besser zu zeigen. So, hier könnt ihr es ja einmal sehen. Ich versuche es mit der Kamera mal genau hin. Da seht ihr jetzt einmal hier genau den Belag. Ja, wie dick der noch ist. Und der ist nicht mehr so dick, aber man kann da noch mit fahren. Aber der wird jetzt keine 20.000 Kilometer mehr aushalten. Ja, und das ist aber nur der äußere. Das ist nur der äußere. Und der innere, den kann man nicht sehen. Das müsste man dann wirklich ein bisschen auseinanderbauen oder mit der Hebebühne schauen. Das kann sein, dass der auch schon ein bisschen mehr abgefahren ist. Und bei den Bremsen ist es so, dass ihr in der Regel vorne, manche haben das auch hinten, aber meistens ist das nur vorne, weil vorne ja mehr Bremskraft ist, so 70-30, 70 vorne, 30 hinten, dass ihr dann eine Warnmeldung bekommt, also Bremsen, Verschleiß, Warnkontakt nennt sich das. Der ist hier mit reingebaut, das ist so ein Kabel, das ist entweder auf dieser Seite oder auf der anderen Seite. Und der sagt euch dann, Achtung, das ist das Symbol, was ich euch vorhin gezeigt habe bei dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Das Symbol, das zeigt euch dann einmal an oder wird euch im Kombi-Instrument angezeigt. Achtung, Bremsen, das ist ja diese gelben Bremsbacken. Oder manchmal auch rote Bremsbacken, das ist auch bei älteren Fahrzeugen, wird das so angezeigt. Das könnt ihr dann dadurch sehen und wenn ihr es nicht habt, dann macht das über eine Sichtprüfung. Aber das sollte ich auf jeden Fall überprüfen, das wird beim Service auch überprüft. Ja, dann haben wir natürlich noch die hinteren Bremsen. Hier ist das genau das gleiche wie vorne auch. Wie gesagt, bei manchen gibt es halt nochmal so einen Bremsenverschleiß-Warnkontakt und bei manchen nicht. Also hier ist es, glaube ich, soweit nicht der Fall, so wie ich das sehen kann, sehe ich da zumindest kein Kabel ankommen. Und hier könnt ihr auch die Sichtprüfung machen, genauso wie vorne. Und bei manchen Fahrzeugen kann aber auch sein, dass ihr hier gar keine Bremse als solche so habt, so eine Scheibenbremse, sondern eine Trommelbremse. Das heißt, dieser ganze Klotz fehlt. Ihr habt da nur so eine geschlossene Trommel. Ihr seht auch nicht so eine richtige Scheibe, sondern das ist dann meistens ja auch dann schon ein bisschen verrosteter. Und ist einfach nur so ein runder Klumpen quasi. Und um die Trommelbremse zu kontrollieren, müsstet ihr die ein bisschen auseinanderbauen. Und dann könnt ihr dabei gehen und zu kontrollieren, ist es okay noch mit der Bremse? Funktioniert sie noch oder funktioniert sie nicht? Ihr könnt das prüfen. Ihr merkt das ja auch, wenn ihr bremsen seid, ob das irgendwie quietscht hinten oder so. Oder wenn ihr die Handbremse anzieht, ob die Handbremse noch vernünftig funktioniert. Und ansonsten müsstet ihr damit einmal zur Werkstatt. Und die können das auch über diesen Bremsenprüfstand fahren. Und darüber auch nochmal die Bremskraft und die Bremswirkung messen. Ja, ob hinten die Bremse vielleicht irgendwo einseitig festsitzt, beidseitig oder ob alles in Ordnung ist. Hinten sowie auch natürlich vorne müsst ihr die Scheibenwischer kontrollieren. Ja?
Bei manchen Fahrzeugen, so wie hier, ist das jetzt zum Beispiel so, da könnt ihr die gar nicht, wenn ihr die tauschen müsst, hochnehmen, weil das würde genau gegen diese Motorhaube stoßen. Und das machen viele, die reißen das dann einfach auf und machen sich das dann auch nochmal hier den Lack kaputt zusätzlich. Es geht einfach so nicht. Und natürlich gibt es da einen Trick bei, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Ich zeige euch das aber sonst nochmal. Das heißt, ihr macht einfach kurz die Zündung an, Zündung aus und betätigt dann den Scheibenwischer und lasst los. Und dann fährt er hoch. So, und schon habt ihr die tollen Scheibenwischer hier oben und könnt diese hier einmal kontrollieren. Ja, macht die sonst einmal vorsichtig mit dem Tuch sauber, einmal hier entlang. Ja, und dann schaut ihr euch einmal das Gummi an, ob das irgendwo rissig ist, großartig. Wenn die schon alt sind, dann geht ja auch meistens diese Gummilippe vorne ab. Dann könnt ihr den auf jeden Fall erneuern. Ansonsten kann ich euch da auch empfehlen, erneuert sie einmal im Jahr, weil ihr wischt relativ viel, gerade so auch so, wenn es regnet oder im Winter. Und was auch tödlich ist für diese Dinger, ist, wenn ihr die Scheibe gefroren habt oder die Scheibe ist gefroren im Winter und ihr fangt an, die Scheibenwischer einfach hochzuziehen und obwohl die noch festsitzen, reißt ihr die hoch und damit reißt ihr mikroskopisch gesehen hier schon mal das Gummi kaputt und dann ist das Wischbild nachher auch schon kaputt. Da lieber leicht lauwarmes Wasser drüber laufen lassen, wenn die eingefroren sind. Oder wenn euch das zu unsicher ist, bei lauwarmem Wasser passiert nichts, könnt ihr auch normales, ihr könnt sogar kaltes Leitungswasser drüber laufen lassen, weil selbst kaltes Leitungswasser ist ja nicht gefroren. Ja, auch das könnt ihr machen, langsam drüber laufen lassen oder einfach normal temperiert. Dann dürfte damit nichts passieren. Ja, jetzt habe ich euch das soweit alles gezeigt, worauf ihr achten müsst, was ihr selber kontrollieren könnt, ja, wie ihr die Filter tauscht. Das habe ich euch ja gesagt, das sende ich euch nochmal an die Videobeschreibung und ans Ende des Videos sonst nochmal. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache, die jetzt verbleibt bei dem Auto und das ist ja natürlich die Anzeige, die ich euch eingangs ja schon gezeigt habe, dass ihr die wieder wegbekommt. Die könnt ihr hier in diesem Fall zum Beispiel mit VCDS nochmal ja, zurücksetzen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. So Leute, ich sitze jetzt hier im Auto. Ich habe jetzt VCDS hier angeschlossen. Ich muss das über VCDS einmal zurücksetzen, über einen Tester. Es gibt auch andere Möglichkeiten bei anderen Fahrzeugen. Könnt ihr euren Service zum Beispiel auch selber zurücksetzen. Wie das geht, habe ich auch schon ein paar Videos von gemacht. Das geht ganz einfach über den Bordcomputer selber. In diesem Fall muss es tatsächlich angeschlossen werden über den Tester, damit man das nochmal separat zurücksetzt. Das heißt also einmal die Meldung zurücksetzt, dann die Kilometer zurücksetzt und auch die Zeit bis zu dem neuen Wechsel zurücksetzt. Weil ihr habt ja meistens immer so eine Anzeige, noch, keine Ahnung, noch 15.000 Kilometer und noch 180 Tage oder sowas. Und das muss beides auch zurückgesetzt werden. Und das machen wir jetzt hier über diesen Rechner. Und ich würde sagen, los geht's. So, wir haben jetzt hier ja VCDS gestartet und hier gibt es ja normalerweise einmal diese Service-Rückstellung, was sehr verlockend aussieht, aber das funktioniert nur bei Fahrzeugen ohne UDS-Protokoll. Das heißt also bei älteren Fahrzeugen, zum Beispiel ein Audi A4, B6 oder sowas. Aber in diesem Fall würde das nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen hier einmal über das Steuergerät Schalttafeleinsatz gehen. Das heißt, wir klicken hier drauf, gehen einmal auf den Schalttafeleinsatz, gehen dann hier auf Anpassung. Und wählen in der Suche WIV, das steht für Wartungsintervallverlängerung. Und dann haben wir hier schon Rücksetzen der WIV. So, und da klicken wir einmal drauf. Jetzt steht hier Warnung aktiv. Da gehen wir einmal auf Rücksetzen und übernehmen das Ganze. So, das Ganze wurde akzeptiert. Jetzt haben wir schon mal dieses Ding-Dong weg, was wir am Anfang haben, dass diese Anzeige kommt, Achtung, Öl wird fällig. Jetzt gibt es noch zwei weitere Sachen, die wir einmal ändern müssen. Dazu können wir einmal hier Fix eingeben. Und zwar sind das diese beiden. Das ist einmal die Fahrtstrecke und die Zeit. So, und diese beiden müssen einmal noch zurückgesetzt werden. Und Fahrstrecke haben wir jetzt hier 8800, was hier noch steht. So, und das setzen wir jetzt einmal auf 0. Gehen auf OK. Ist damit zurückgesetzt. Und das gleiche machen wir nochmal bei der Zeit. Setzen wir auch einmal auf 0. Zack. Zack. Okay, und jetzt habt ihr komplett den Service zurückgesetzt. Ihr habt
die Meldung zurückgesetzt, wir haben die Zeit und auch die Kilometer zurückgesetzt bis zum nächsten Service. So funktioniert es hier bei Fahrzeugen mit UDS-Protokoll. Ihr habt gesehen, ganz einfach und ganz schnell. Und ja, das war's. Jetzt ist es komplett zurückgesetzt und es kommt auch keine neue Meldung mehr. So, das heißt, wenn wir jetzt nämlich das Fahrzeug wegmachen, hier haben wir nämlich auch im Fahrzeugstatus schon stehen, keine Daten verfügbar. Und keine Einträge vorhanden. Und es ist auch, wenn ich es jetzt rausmache, abziehe und neue Zündung anmache, haben wir hier keinerlei Anzeige, dass hier irgendwas noch an Service gemacht werden muss. Der Service ist somit vollständig und korrekt zurückgesetzt worden. Ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt habt ihr euren Service noch zurückgesetzt. Damit ist eure Servicearbeit im Prinzip erledigt. Das sind immer noch die wichtigsten kleinen Details am Ende, dass halt das Piepen weg ist, ne? Dass ihr die Reifendruckkontrolle eingestellt habt. Das sind noch so ein paar Sachen, wo ihr darauf achten müsst. Und ansonsten, ja, ist das schon dieser Teil, der noch gemacht werden müsste, der noch in Anführungszeichen ein bisschen aufwendiger ist, falls ihr nicht so ein Steuergerät habt oder so ein Set. Ich kann euch das sonst empfehlen, VCDS natürlich, gibt viele VCDS-Videos von mir. Das könnt ihr immer gebrauchen, wenn ihr selber viel am Fahrzeug macht, ist es fast unabdingbar. Und ja, ich hoffe, euch konnte das jetzt ein bisschen weiterhelfen hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen oder weitergeholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen VCDS-Videos mehr verpasst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.